So, wunderschönen guten Tag. Immer noch von der NAMM Show 2013 hier aus Anaheim in Kalifornien. Und ich bin der Moritz für euch am Stand von Gibraltar mit dem neuesten Pedal, Bassdrum-Pedal, das G-Class-Pedal nennt sich's. Und da haben sich die Jungs wirklich ein paar sehr geile Sachen einfallen lassen, was Konstruktion angeht, was Design angeht, was Mechanik angeht. Und zuallererst ist mir aufgefallen, es ist sehr, sehr schön leicht. Das Pedal wiegt nicht viel, obwohl es sehr solide verarbeitet ist. Und ich stelle es mal hin, wir gehen mal ein bisschen näher auf die Features ein, gehen mal ein bisschen näher ran. Und ich fange mal hier oben an der Cam an, weil die ist nämlich tatsächlich komplett adjustable. Das heißt, ihr könnt hier wirklich das Kettenblatt verstellen, sodass es entweder konzentrisch oder exzentrisch läuft. Das heißt, wer zum Beispiel Tama Iron Cobra kennt, da kann man entweder oder kaufen. Bei DW zum Beispiel lässt sich es auch einstellen und jetzt eben auch erstmals bei Gibraltar. Wir haben ein sehr cooles Speeder-System hier oben. Das ist nämlich tatsächlich mit kleinen Gewichten versehen, A 5 Gramm. Und ich versuche jetzt gerade mal eines der Gewichte rauszuziehen. Oh, die sind ganz schön fest. Gucken wir gerade mal, um euch das mal zu zeigen. Oh, so, da habe ich's. Und drei von diesen 5 Gramm Gewichten sind hier im Beater integriert, sodass ihr wirklich einstellen könnt, wie schwer euer Beater sein soll. Das Ganze über Magneten gelöst, wie man sieht. Jetzt muss ich gucken, dass ich wieder den Eingang finde. Da gehört er rein. Und der Beater ist natürlich auch rumdrehbar, sodass er hier einmal Feld habt und einmal die Plastikvariante. Gucken wir uns mal hier vorne die Geschichte an, wie ihr es am Spannreifen festmacht. Auch da hat Gibraltar wieder sich was Schönes einfallen lassen. Einmal eine Feinjustierung hier unten. Ist natürlich alles gummiert, damit ihr euch den Spannreifen nicht zerschießt. Und jetzt kommt der Clou. Ich drehe es mal rum auf die Seite. So. Weil hier habt ihr nämlich jetzt auch in groberen Stufen einen Mechanismus. Ihr seht, das Ganze dreht sich hier ein bisschen und damit rastet das dann auch auf einer Position ein, geht bis ganz hier drüben, sodass es jetzt hier komplett nach unten gedrückt wird und zu ist. Oder entsprechend, wenn ihr es wieder lose stellt, zack, dann ist es auf einmal wieder offen. Also sehr ausgeklügelt, läuft auch sauber, hält gut und macht einen sehr guten Eindruck. Genauso wie hier das Einstellrad für die Federspannung. Die Feder ist nicht außen, wie man es von den meisten Pedalen kennt, sondern innenliegend. Da ist sie. Und wenn ich jetzt hier in meinem Rad drehe, seht ihr auch da unten, wie sich das Ganze bewegt. Das heißt, die Kettenspannung, ach, was sage ich denn, die Federspannung, zum Teufel noch eins, wird jetzt gerade größer. Und ihr habt hier an der rechten Seite auch einen Indikator, das heißt, 5 Stufen, in denen ihr es einstellen könnt. Ich drehe es nochmal rum, dass ihr es seht. Beziehungsweise es sind keine 5 Stufen, sondern es ist wirklich frei einstellbar, aber man hat 5 Markierungen, an denen man dann genau sieht, wie die Federspannung jetzt im ersten Versuch gerade ist. Das Ganze also, G-Class-Pedal heißt schön leicht und guckt mal bei session.de rein, wenn das Teil verfügbar ist, könnt ihr das natürlich bei uns sofort ausprobieren und mitnehmen und bis dahin erstmal mit weiteren News von der NAMM 2013. Ciao!